hinterher. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie sofort stehen! Was ist das? Wenn du mir nicht bis zum Ende des Sommers 2000 Euro gibst, dann wird nichts passieren. Beste Grüße, dein Erzfeind. PS, wenn du mich anzeigst, dann wird es nur noch schlimmer. Und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Farm Life. Woo! In dieser Folge begeben wir uns zum Dorf bzw. zur kleinen Stadt. Da ist nämlich ein Market und da brauche ich ein bisschen was zum Essen, weil wir ja in der letzten Folge gesehen haben, dass hier alles leer ist. Und ja, ich habe auch ein bisschen Geld gefunden in der Brieftasche von meinem Opa und dann lübt der Lachs. Ach. Wie schön es hier auch ist. Ah, da haben wir es ja. Feierlich geschmückt das Ganze. Mensch, mach mal Platz da. So, ach, hier ist ja richtig Leben. Okay, ich glaube, ich kann mich hier parken. Okay, was ist denn hier los? Den Typen, da kenne ich doch von irgendwo. Egal. Bert, nimm mein Geld. Bert. Entschuldigen Sie, geht's Ihnen gut? Ah! Nein. Hey! Wie heißt denn du nochmal? Ich kenne dich doch noch aus der Jugend. Chantamiao? Warte, ja, ich glaube, ich kenne dich. Bist du nicht dieser... Wie heißt der Let's Play? In der Tat, das bin ich. Aber ich mache gerade Sommerpause wieder. On the country. You know? Yeah, boy. Und ich habe dich echt lange nicht mehr gesehen. Ja, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, und dir? In der Tat auch. Was machst du denn eigentlich hier? Ich wollte mir ein bisschen Essen kaufen für heute Abend und für die nächsten Tage. Weil mein Opa hat alles leer und anscheinend hat er alles vollgefunden. Ah nee, das ist hier der Falsche, der ihn brauchen wir erst später für die Seemaschinen. Ah ja, wenn ich dich hier schon sehe, ich war jetzt lange nicht mehr in der Landwirtschaft tätig. Könntest du mir da irgendwann mal wieder zeigen, wie man das benutzt? Also die Sämaschinen. Den Ablauf kann ich ja irgendwie noch, aber wie man jetzt die senkt und sowas und was ich da nochmal anpflanzen muss. Ja, sicher. Also, ich meine, ich kenne das jetzt, ist auch eher neu für mich, aber ich habe was für meinen Großvater gehabt, die Farm, wo ich jetzt lebe. Und habe mich da ziemlich gut eingelebt und kann. Und ich weiß auch ein paar Sachen über die Landwirtschaft. Ah ja. Zwar nicht so viel wie übers Bauen und so, aber schon. Was soll ich mir denn holen? Es gibt hier so ein Bananapie. Oh, der hat sich leckern. Warte, ich kann nicht mit dir reden. Verdammt. Warte, Saft Peppers. Sind das gefüllte Paprika? Was? Nochmal bitte? Stuffed Peppers. Das sind gefüllte Paprika, oder? Ja, müsste sein. Okay. Ich glaube, ich nehme mir mal. Also, hier ist ja alles verdammt teuer. Entschuldigung, Corona. Junge, stirbst. So, ich nehme mir mal einen Käse. Und man kommt für so einen Cowboy für Kacke Geld. Ich glaube, 13 Kacke ist ein Geld. Ah ja. Okay. Jetzt wirklich, sprich mit dem. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ah ja, 13 Kacke.
Na gut, bringe ich ihm das nächste Mal von meinen Rindern und so ein bisschen Kacke mit. Da fährt er Kauf eben. mir auch noch was. Wie heißt das? Apple Pie. Ich habe mir Doch, so da einen ist das. saftigen Käse und ein Reis mit Huhn gegönnt. Ich kann das, ich sehe das nicht, was das ist. Lol. LOL! Nehme ich mir einfach mal leckeres Getränk. Was auch immer das ist. Das ist ein Pizzabrot. Ich glaube. Ich habe immer noch genug Geld. Glaube ich. Hoffe ich. Alter, wie Okay, viel und? Leben ist. Ich habe eine Oh, ich habe ein Frage an Barbecue, dich. Orange Juice und auch Stuffed Peppers. Ja, die habe ich mir nicht geholt. Ich habe mir dafür einen Käse geholt. Ich habe noch eine Frage. Ich habe, wie ich vorher Ja. vom Hof gekommen bin, also wie ich hergekommen bin heute in der Früh, da habe ich hinter mir gesehen, dass das so ein riesiges Domizil ist. Wem gehört denn das? Wie sieht's aus? Ganz grau und riesig. Ich glaube, ein paar Plantagen waren da auch. Ich habe das noch nicht Grau? gekannt. Okay, du kennst dich da anscheinend auch nicht so gut aus. Warst anscheinend nicht mehr bei mir im Westen. Wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen. Ja, natürlich müssen wir das wieder. Die guten alten Kannst du mal Zeiten. zu meiner Farm kommen? Okay. Hört sich interessant an. Machen wir es morgen? Ja, sicher. Was? Ihn hab ich angefahren. Jetzt den kriege ich noch. Ich werde zu Gott und krieg den jetzt noch. Warum kannst du eigentlich schweben? Das hätte mich Ich bin interessiert. Gott. Aber Gott und die Welt. Na gut, wir sehen uns morgen, ne? Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Fahr mich nie wieder an. Ja. Junge, der hupt da. Wer hupt denn da so blöd? Gut, dann war's das mit der Folge. Und wir sehen uns ja das nächste Mal wieder. Tschüss.